Die UEFA ändert das komplette Champions League-Format. Gut oder schlecht, das schauen wir uns jetzt an. Ab der Saison 24/25 wird das aktuelle Format mit 32 Teams in der Gruppenphase durch eine Liga mit 36 Mannschaften ersetzt. Und dies gilt für alle drei Wettbewerbe: Champions League, Europa League und Conference League. Jedes Team wird gegen 8 verschiedene Gegner gelost. 4 Heim- und 4 Auswärtsspiele werden die Teams bestreiten müssen. Außer bei der Conference League, dort bleibt die Anzahl der Spiele in der Liga bei 6. Die Ergebnisse aller Spieler entscheiden über den Tabellenstand in der neuen Liga. Die Best 8 Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Teams auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 spielen noch eine Playoff-Runde. Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 16 treffen auf die Teams der Plätze 17 bis 24. Das macht man, um die Topspiele so gut wie möglich nach hinten zu verschieben. Ab dem Achtelfinale läuft alles wie gewohnt. Gibt es eine Änderung der Spieltage. Mehr Mannschaften bedeutet zeitgleich mehr Spiele und für mehr Spiele benötigst du auch mehr Zeit. Deshalb führt die UEFA für die Wettbewerbe exklusive Wochen ein. Die Spiele werden wie immer stattfinden am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Ich gebe euch mal ein Beispiel. In der Kalenderwoche 1 gibt es nur Champions League Spiele, in der zweiten Woche nur Europa League Spiele und in der dritten Woche nur Conference League Spiele. Außer am letzten Spieltag in der Ligaphase, dort werden alle Spiele von jedem Wettbewerb gleichzeitig ausgetragen. Ob das wirklich Sinn macht? Naja, weiß ich jetzt nicht. Jetzt ist die Frage, ist das neue Format gut oder schlecht? Es hat zwar einige Vorteile, allerdings dürfen wir nicht vergessen, warum die UEFA so ein Format gestartet hat. Geld. Die wollen einfach nur mehr Geld verdienen. Nachteile dieses Formats ist eindeutig, dass mehr Spiele nicht sofort besser ist. Mehr Spiele bedeutet auch mehr Verletzungsrisiken und Erschöpfung bei den Spielern. Die meisten Mannschaften müssen ihren Kader ausbreiten müssen, um überhaupt mithalten zu können. Da den kleineren Mannschaften das Geld fehlt, wird dies schwieriger werden. Aber es hat auch Vorteile. Durch die Playoff-Runde fliegen effektive bzw. kleinere Vereine nicht sofort raus. Man hat noch die Möglichkeit, trotz 24. Platz nach 8 Ligaspielen das Achtelfinale zu erreichen. Hört sich richtig bescheuert an, aber es ist so. Gut ist, dass die Spiele alle spannender werden, da jedes Resultat die Tabellenposition beeinflussen kann. Beispielsweise auch nach 4 Niederlagen in den ersten 4 Spielen besteht die Möglichkeit, den 24. Platz in der Liga zu erreichen. Ich stehe mit meiner Meinung gefühlt in der Mitte. Mehr Spiele zum Gucken, sogar mehr Topspiele zum Schauen, schadet mir als Fußballliebhaber überhaupt nicht. Auch für die kleineren Vereine ist es eigentlich top, da sie mehr internationale Spiele haben und somit mehr Geld verdienen können, um sich besser für die nächste Saison zu rüsten. Ich verstehe aber den negativen Hate nicht ganz. Klar, die UEFA möchte nur Geld verdienen, aber was spricht gegen kleine Veränderungen im Wettbewerbssystem? Lustig aber auch, dass dieses Format im Spiel Football Manager bereits existiert. Was sagt ihr zum Liga-Format? Findet ihr die Änderung schlecht? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, liked das Video und abonniert den Channel, um keine weiteren Videos rund um den Fußball zu verpassen. Bis Sonntag um 12 Uhr.